Hallo Jungs, herzlich willkommen back zu einer neuen Folge Road to Icon. Heute werde ich euch zeigen, wir machen eine Ikone, die unter 300k kostet für euch. Das heißt, die billigste Ikone, die ihr überhaupt machen könnt. Die wird natürlich nicht zum Spielen gemacht, sondern dass ihr die einfach für eine weitere Prime-Icon direkt wieder abstoßen könnt. Da der billigste Preis momentan bei so 470 oder so liegt, habe ich jetzt einfach mal eine Ikone rausgefunden, die fast nur 300k kostet. Und ja, die machen wir einfach mal. Jo, wie ihr schon gesehen habt im Thumbnail, wahrscheinlich ist es die Ikone Deco. Ex-Barcelona-Spieler, extrem geiler Typ, hat in FIFA leider nicht die perfekte Karte. Und wir werden uns jetzt einfach jedes Team hier einzeln anschauen und am Ende natürlich auch noch die extrem fetten Packs zusammenziehen. Wir gehen mal vielleicht kurz durch von rechts oben. Bastos 2,6k, Brahimi sitzt auf der Bank, sorry Jungs. Bastos 2,6, José für 900, Cavallo, 700. Wie gesagt, Investments gehen auf jeden Fall steil. Pereira für 1,5. Den Danilo für 9,9. Telles für 700. Felipe für 800. Jardel für 450. Piszczek für 2,2. Und Matthäus für glatt 10. Und wie ihr seht hier, manche habe ich einfach mir erboten, das geht so easy, 700 Münzen für einen 83er und auch die Infobs, ihr seht, man kann die SBC nicht billiger lösen, weil die einfach schon am Discard-Preis sind, wenn wir hier schauen, 9,9 für den Dude. Und so senden wir auch dieses erste Team ab, ich werde euch am Ende zusammen vorrechnen, was das insgesamt gekostet hat, das machen wir jetzt aber nicht nach jeder. Und so geht diese erste Challenge hier weg. So, die nächste Challenge ist die Challenge vom FC Barcelona und die war wieder richtig, richtig billig. Deulofeu 700, Rulli 1,6, Juanfran 2,2, Erstbesitzer Mascherano, Jimenez 1,9, Erstbesitzer Perrin, da könnt ihr jeden 83er hinstellen, den ihr untrade habt. Turan 950, Erstbesitzer Banega, Vasquez 950 und Aspas für 1,6. Das ist extrem billig und auch so senden wir dieses Team hier direkt ab. Die nächste Challenge war der FC Chelsea. Zwei Spieler von Chelsea, da haben wir Marcos Alonso für 1,1 und den guten Christensen für 700. Aber gehen wir kurz durchs Team. Chicharito Hernandez für 900, Slimani für 1000, Wanyama für 950, Ibora für 1000, Mesa für 1000. Alonso haben wir schon gesagt, Christensen auch so, Fernandinho Erstbesitzer, Coleman 81er für 850 und Bravo für 900. Und ihr seht auch hier wieder extrem billig diese Challenge, die werdet ihr nicht billiger hinbekommen. Let's go, auch die senden wir direkt ab. So, das nächste Team haben wir hier schon, zwei Informs am Start, Gesamtbewertung 83, ja, ihr könnt hier die Teams genauso nachbauen. Nukulu für 13 geholt und Silvestri für 10,2. Wie gesagt, Jungs, ich baue das Team jetzt hier gerade Dienstagabend und Mittwochmittag. Ist das neue Team of the Week noch nicht draußen. Das heißt, die Preise sind jetzt wahrscheinlich ein bisschen höher. Ich habe versucht, das alles schon gestern zu kaufen, weil es einfach noch steigen wird. Hier Patricio 1,9, Birki 3,8, 10,2, 13 für Nukulu, Toprak 2, 2,4 für Piszczek, 2 für Forsberg, 2 für Keita, 2,2 für Cavallo, 2,1 für Kagawa, 1,2 für Werner. Und ja, wie ihr seht, manche Spieler, so wie jetzt Birki und so, die habe ich halt einfach jetzt erst heute gekauft. Das heißt, ja, dann ist halt auch klar, dass die jetzt ein bisschen teurer sind als eigentlich, als sie normalerweise kosten. So, auch das 84er Team haben wir hier fertig. Wie gesagt, Banega zum Beispiel musste ich gerade kaufen und Mascherano. Und ihr seht, die Preise sind leider schon ein bisschen hoch, aber egal, wir gehen durch. Falcao 3,2, Navas für 7,7, Mustavi 3,5, Laporte 3,7, Exeter habe ich auch gerade erst gekauft, 13,5, Mascherano 1,9, Nzonzi 1,8, Erstbesitzer Silva 3,5 für Draxler, Banega 2,3, wie gesagt, Aduriz 3,5 und Falcao 3,2, der war auch von gestern Abend noch. So, auch dieses Team senden wir hier ab. Wir brauchen hier einen Inform und eine 84er Bewertung und bekommen natürlich auch wieder ein Premium Gold Spieler Set geschenkt. Dann haben wir jetzt noch zwei SBCs und wir starten rein mit der 85 und dieses Team haben wir dieses Mal komplett, ohne dass wir noch einen Spieler nachkaufen müssen. Costa vorne drin. Was hat er mich gekostet? Er hat mich gekostet 16k.
Subasic 7,7, 3,4 für Alves. Glick 8000 habe ich mir gerade gekauft, war teuer. Miranda 13,2. Martinez in Form 84er für 21k gekauft. Vaz für 22k gekauft. Das war auch schon Dienstag. Herrera für 4,1. Pedro Erstbesitzer, Asensio Erstbesitzer, Mata für 3,9 und Costa, wie gesagt, für 16.000. Manche, ich habe versucht, so wenig Erstbesitzer wie möglich reinzuhauen, weil ich die für meine Haupt-Icon dann später benutze, von der ich noch nicht spoiler, welches sein wird, weil auch wahrscheinlich wieder neue kommen werden. Ah ja, von dem her, ich habe jetzt einfach versucht, dass ihr das dann auch nachbauen könnt und genau den Preis habt, aber wir senden das Team definitiv mal ab. Und jetzt kommen wir schon zur letzten SBC und das ist die 86er Gesamtbewertung SBC. So Jungs, wir haben jetzt alle SBCs gemacht, Porto, Barcelona, Chelsea, 83, 84, 85er und die 86er SBC, die fehlt noch. Die haben wir folgendermaßen abgeschlossen. Wir haben vorne Bastos 28k, Handanovic 21k. Laporte 4,1, Hamšík 22,0, 14,2 für Miranda, 3 für Perisic, 3,5, sorry, Asensio für 3,7, 22,7 für Silva, 3,9 für Strootman, 27,5 für 86er Brahimi in Form, 4k für Aduriz und 28k, wie gesagt, für Bas Dos. Und so schicken wir hier diese letzte Challenge ab. Wir bekommen ein Megaset und let's go. Die Prime Icon Deko, die gerade keine Lust hat, uns ihr Bild zu zeigen, ist nun abgeschlossen. Absolut genial. 90er Prime Icon Deko ist jetzt in unserem Verein. Ja, wir schauen vielleicht mal kurz die Werte an. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus, ne? Aber es gibt halt leider auch deutlich bessere Ikonen. Und zu dieser Ikone oder zu diesen Ikonen wird uns Deko definitiv verhelfen. Der geht jetzt in unser Verein und ich würde sagen, wir sehen uns gleich bei den Packs wieder. So Jungs, wir sind zurück, die Packs sind am Start und guckt euch mal an, wie heftig die bitte aussehen. Hier sind 200k Sets dabei, das sind 2 von 500k Sets, die ihr im nächsten Pack Opening sehen werdet. Sorry, die kann ich leider jetzt noch nicht aufmachen, aber wir haben definitiv einige andere Sets am Start, aber die 100k Sets, die gibt es erst am Samstag. Wir starten rein mit dem ersten 7,5k Set und let's go. Der Schlitz ist nicht da und da brechen wir das Ganze auch ab. Wie gesagt, am Anfang sind halt ein paar kleine Sets dabei. So, nächstes Set, nochmal ein 7,5k Set hinterher. Vielleicht haben wir ja einen Schlitz, wäre schon heftig. Auch hier kein Schlitz. Aber trotzdem, ja, auch wie hier wieder kein Schlitz. Ja, ein bisschen Zeug gibt es immer noch, also auch die Verträge oder ein paar Spieler, die ihr dann in der SBC abstoßen könnt. Da ist es. Trotzdem nehmen wir die Packs natürlich dankend hier an. Und jetzt kommen wir zum ersten 15k Set und ich glaube, da ist die krasse blaue Animation schon am Start. Wir nehmen das erste Totti Pack in die Hand und schauen einfach mal, was drin ist. Ohne große Kommentation-Dingens-Bums. Und es ist kein Schlitz drin. Die Animation sieht krass aus, aber ey, warum ist da kein Schlitz drin? Ja, ich will nicht von Totti reden in diesen kleinen Pack-Openings. Schlitz ist definitiv da, komm schon, EA, gib uns wenigstens ein bisschen was Gutes. Wow. Ja, dich her war es nicht, der ist ja sowieso Totti. Benjamin Pavard hier, Stuttgarter noch am Start, aber den 83er nehmen wir definitiv mit. Sodele, dann geht's weiter mit einem seltenen Goldset. Auch im Totti-Format jetzt. Und mal sehen, was da drin ist. Komm schon, EA. Ich will nicht von Tottis reden, aber so ein bisschen Coins zurückzahlen. Was? Das war ein großer Schlitz. In Form, oh mein Gott. Wer ist das? 82er Cherfi. Okay, ich nehme den Inform definitiv mit, aber ich habe bei Argentinien gerade gar nichts mehr gerafft, weil ich mich nicht erinnern kann, dass ein guter Argentinier da drin ist. Aber den Inform nehmen wir definitiv mit. Der wird so 50... Ja, der geht schon... Nehmen wir definitiv mit auf die Transferliste direkt. Ja, ich würde sagen, mit dem Pack kann man auf jeden Fall mal leben hier. Allianz Arena direkt discarden.
So, jetzt haben wir noch ein Mega-Set und ein Premium-Goldspieler-Set und ich muss aufpassen, dass ich meine 100k-Sets hier nicht treffe. Ich würde sagen, wir beginnen mit dem 25k-Set. Premium-Goldspieler-Set, da kann definitiv auch mal was Nettes rausspazieren. Inform ist auf jeden Fall schon okay. Mal sehen, was sie hier im zweitletzten Pack von diesem Pack-Opening drin haben. Und es ist kein Schlitz, oh Gott. Ja gut, ich bin leise. Let's go, Mega-Set. Komm schon, gib uns was Geiles hier zum Ende von diesem Pack-Opening. Okay, Schlitz ist da. Es ist ein normaler Spieler, komm schon. Spanien. Gasola, 83er, ist natürlich jetzt auch wieder der schlechteste Spanier nach Lopez hier. Wenigstens ein Isco oder so wäre natürlich nice gewesen. Ja, aber auch diese Spieler nehmen wir einfach mal mit. Ja, was sollen wir sonst anderes auch machen? Dann war es das auch hier mit diesem Pack-Opening. Wir haben die Prime-Icon-Deko gemacht für... Na, ich werde das zusammenrechnen und werde euch das hier einblenden oder noch reinschneiden. So, Jungs, ich habe das Ganze mal zusammengerechnet. Insgesamt sind wir dann auf einen Preis von ungefähr 360k gekommen. Ich hoffe, ich habe mich nicht verrechnet. Dazu müssen wir natürlich noch sagen, 100k mehr, also können wir... definitiv für die Packs abziehen, die wir sonst gezahlt hätten. Ich mache das jetzt einfach mal so, ich nehme 50k, weil ihr die vielleicht durchschnittlich rausbekommt, vielleicht ein bisschen weniger. Dann seid ihr insgesamt bei an die 300k und definitiv ist das die billigste Ikone, die ihr bekommen könnt. Momentan der Preis für eine Stürmer- oder Mittelfeld-Ikone liegt bei 460, der billigste, oder 480 schon. Das heißt, definitiv spart ihr da ja fast 200k und das Video sollte einfach euch dazu dienen, damit ihr jetzt auch ein bisschen billiger die Ikone machen könnt und ihr bekommt Packs und ihr spart fast 200k und ja, deshalb habe ich das Video einfach gemacht, ist mir klar, dass ihr nicht mit Deko spielen werdet, aber trotzdem, ja, ich denke, das hat euch bestimmt weitergeholfen und ich hoffe, die Preise werden auch nicht ultra steigen, ich glaube, für 400 werdet ihr den sowieso immer bekommen, also macht's gut, haut rein, Jungs, wir sehen uns am Samstag beim fetten Pack-Opening, bis dann und ciao.